Hey Leute und willkommen zu meiner 20. Review. Heute rede ich mit euch über The End is Nigh, ein Spiel von den Entwicklern von The Binding of Isaac. Nach 25 Spielstunden habe ich das Spiel bei 99% abgebrochen, da ich die letzten Level mir doch viel zu extrem wurden. Die Welt ist untergegangen, alle sind tot und ihr seid der letzte Überlebende, der seine Zeit damit verbringt, Spiele zu streamen. Da euch aber niemand zuschaut, weil eben alle tot sind, geht ihr in die Welt hinaus und wollt euch einen Freund basteln. Dabei spielt ihr in einem 2D-Plattformer und springt euch von Abschnitt zu Abschnitt. Jeder Abschnitt stellt ein eigenes Level dar und ihr könnt beim Voranschreiten auf neue Wellen treffen. Dabei findet ihr Zugriff auf Schnellreiseportale, denn sonst müsst ihr euch immer wieder von Abschnitt zu Abschnitt spielen. Unterwegs könnt ihr euch besonders schwere Challenges stellen und dabei alle Tumore sammeln, die in fast jedem Abschnitt zu finden sind. Habt ihr genug Tumore gesammelt, könnt ihr bei besonderen NPCs besonders schwere Challenges freischalten, die euch Zugriff auf extrem schwere Retro-Maps geben. Die Atmosphäre ist in dem Spiel genauso düster wie der Humor. Hinzu kommt der recht hohe Schwierigkeitsgrad, der darauf abzielt, dass ihr mehr als nur einmal sterbt. Sollte euch ein Hindernis erwischen oder ihr fallt herunter, werdet ihr direkt dort wiederbelebt, von wo ihr zuletzt in den Bildschirm reinkamt. An sich hatte es mir sehr viel Spaß gemacht, die ganzen Tumore zu sammeln und all die schweren Challenges abzuschließen, aber es war schon ziemlich nervig, sämtliche Abschnitte immer wieder zu durchspielen, wenn man an einem bestimmten Punkt hin wollte. Und obwohl die Steuerung sehr präzise ist, waren spätere Challenges doch echt ziemlich hart. Als ich jedoch die ultraschweren Retro-Level abschloss, gab ich an den Missionen auf, die gleich 100 Abschnitte ohne einmal zu sterben verlangten. Dennoch ist The End is Nigh ein solider 2D-Plattformer, hatte mich trotz Frust unterhalten und bekommt von mir eine 7 von 10.